Hallo, ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram ein Bild von mir entdeckt. Und zwar ist das von einer jungen Frau, der folge ich auch auf TikTok und sie folgt mir auf TikTok. Und wir sind uns mental gesehen recht ähnlich. Diese junge Frau auf jeden Fall, die hat ein Porträt von mir gemalt. Meine Reaktion ungefähr, als ich mit meinem Handy in der Hand so total gelangweilt durch Instagram gestalkt bin, war ungefähr so, oh, ist ja cool. Ach, krass, scheiße, das bin ja ich. Und dann bin ich ausgerastet wie so ein kleines Kind, ne? Also es war wirklich wie so ein Kind, was ein riesen Elsa Barbie-Haus sieht und völlig abflippt. Ungefähr so bin ich auch abgeflippt. Und da war das noch gar nicht fertig. Also es war so, das Auge war gerade fertig. Auf jeden Fall bin ich dann dezent ausgerastet vor Freude. Sie hatte, beziehungsweise ich habe sie dann gefragt, was sie damit macht. Und sie hat es für mich rahmen lassen und mir geschickt. Und es ist ja angekommen. Ich muss meine Presse zuhalten. Es ist angekommen. Es ist da. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Es ist alles noch zu. Ich habe es noch nicht angeguckt. Ich dachte nämlich, ich mache ein Video davon, wie ich es aufmache, zu Ehren von dieser Frau. Ihr Name ist auf TikTok Liz Love. Ich werde auf jeden Fall den Link hier unter posten. Tatsächlich habe ich ihr noch gar nicht gefragt, wie sie wirklich heißt. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und haben ein bisschen geschrieben und die ist echt super nett und ich kann mich mit ihr richtig gut identifizieren. Ja, und sie hat mir dieses Bild gemalt. Sie malt übrigens allgemein total klasse Porträts. Das ist der Wahnsinn. Und ja, also ich werde es jetzt aufmachen. Es wird auch nur ein ganz kleines Video zu Ehren von ihr, als ich möchte, dass sie sieht, wie ich mich freue. ja, oder wie ich es halt scheiße finde. Haha. Ja, und dann ist auch schon wieder schick. Mein Mann ist wahrscheinlich ein bisschen traurig. Der wartet nämlich auch auf Post, also die auch gestern losgeschickt worden ist. Also das Porträt wurde gestern abgeschickt und von meinem Mann wurde auch gestern ein Paket abgeschickt für meinen Mann. Wir sind ja unter die Dampfer gegangen, also hier E-Zigaretten und so. Und da wartet er jetzt sehnsüchtigst auf ein Paket, was ihm meine allerliebste und treueste und wunderschönste Freundin zusammenstellt. Und ich hatte halt erwähnt, dass es eventuell auch heute schon ankommen könnte. Ja, jetzt ist meins angekommen, aber seins nicht. Also ich denke, mein Mann wird so ein bisschen wie so ein Kleinkind rumjammern und sagen, du willst nicht. Das Karma, weil ich einfach viel geiler bin wie er. So, okay, nicht lang schnacken, Koppe nacken. Ich sehe auch richtig schön scheiße aus. Ich habe eben noch, bin ich hier orange? Ich habe nämlich Steckrübensuppe vorbereitet und Kartoffelsuppe. Ich koche halt schon vor, damit ich die Woche über nicht mehr so viel machen muss und habe dann dabei so viel Karotten gegessen. Also ich habe auch so ein bisschen orange Finger und ich glaube, hier ich auch, ist ja auch scheißegal. Ich bin auch nicht geschminkt. Scheiß drauf, ne? Also wirklich naturpur, wie ich morgens ausgekotzt aussehe. Mit dem Unterschied, wir haben halt schon Nachmittag. Ich schnack nicht lange. Also ich mache jetzt den ersten Schnitt. Ich bin so aufgeregt. Ich habe auch Angst, dass ich reinschneide. Muss also wirklich sehr behutsam sein, ne? Mein Sohn, der sitzt da auf dem Sofa, der lacht mich schon aus. Mein Großer. Hallo. Der Kleine, der macht noch. Oh, ich habe gesabbert. Der macht noch Mittagsschläfchen. Ja, auf jeden Fall werde ich den Link von ihr, vom Instagram-Account und vom TikTok-Account hier mit untersetzen. Und nicht, oh, guck mal hier, ich funkel. Ich raste mich schon gleich vielleicht aus, ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. So gut eingepackt. Ne? Ich glaube, sie kocht das schon im Topf. Magst du mal bitte? Ich koche, Mama. Dankeschön, mein Schatz. Okay. Meine Güte. Wir mussten wieder
Bäume zu sterben. Ne? Viele, viele Bäume. In größeren Topf von beiden. Der größere, der blubbert schon? Ja. Kocht richtig? Blubberblasen, Blubberblasen, Blubberblasen. Dann stell den mal auf 4, bitte. Der andere noch nicht so. Noch nicht so? Also guck mal. Okay. Ich bin echt total unvorbereitet. Das war auch so richtig spontan. Ich habe damit gar nicht gerechnet, dass der heute kommt. Also, dass das Bild heute noch kommt. Ich saß da und habe meine Kartoffeln und Steckrüben und so geschnitten. Und dann kam der Postbote und fuhr hier vorbei. Und ich dachte noch so, wie doof. Was ist denn? Kocht auf, dann stellst du den auch auf 4. Ja, auf jeden Fall fuhr der vorbei. Und ich dachte so, voll doof. Und dann kam der auch mal wieder. So eine gute Stunde später. Und erzählte mir, dass das... Oh, okay, erstes Desaster, das Glas ist kaputt. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist gar nicht so tragisch. Da kann ich ein neues Glas kaufen. Es geht ums Bild und nicht ums Glas. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas habe, was ich austauschen kann. Aber das macht nichts. Das sind auch unsere Postboten. Ne? Die sind auch alle so ein bisschen... Egal, wir scheißen drauf, dass das Glas jetzt gesprungen ist. Weil das Bild ist ja trotzdem da. Ich muss ein bisschen aufpassen. Dann mache ich das mal eben ganz vorsichtig hoch. Justin, du musst hier jetzt bitte nicht hergehen, ja? Du kannst es sofort sehen, Schatzi. Ja, das Glas ist kaputt, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Aber das Bild ist der Oberknall. Ich zeige euch das eben ganz kurz. Hier ist das abgesprungen irgendwo an der Ecke. Aber das macht nichts. Ich tausche das nachher einfach aus. Seht ihr, hier ist das gesprungen. Aber das, ich sehe es nicht. Ist es drin? Da. Ist das nicht der Wahnsinn? Ist das nicht der Oberknaller? Ich meine, das bin ich. Da. Da fehlen Haare. Und da. Ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Und jetzt ist es so in den Händen zu halten, dass es noch so viel, viel cooler. Schade, dass das Glas kaputt ist, aber egal. Da kaufe ich einfach einen neuen Bilderrahmen. Das ist nicht so weit schlimm. Der Oberwahnsinn. Das bin ich. Klasse. Total toll. Ich habe mir schon fast gedacht, als ich eben das aufgemacht habe und gesehen habe, dass das mit einem Glasbilderrahmen ist, dass das kaputt geht. Also kaputt ist, weil unsere Postboten einfach damit immer umgehen wie... Na, man sieht das ja immer in Videos, wenn die Pakete einfach reinschmeißen. Und da steht sogar drauf, ist zerbrechlich, die Posten. Aber egal, mein Bild ist heile, mein Bild ist nicht zerkratzt, mein Bild ist immer noch wunderschön. Und das kann ich einfach in meinen Bilderrahmen kaufen und dann hänge ich das hier hin. Und ich glaube, ich habe sogar noch einen Bilderrahmen, wo das reinpasst. Das war's doch schon. Liebe Liz, ich hoffe, dein Name ist richtig. Ich glaube ja, weil du heißt ja auch immer so, überall. Ich danke dir und ich werde dir gleich nochmal schreiben. Wahrscheinlich, also ich schreibe dir und du weißt noch gar nicht, dass es dieses Video hier gibt. Es ist so cool und ich bin so mega happy darüber und freue mich über sowas immer so krass. Das ist so cool. Ich wollte schon immer mal, dass mich jemand malt. Ich weiß, voll eingebildet, ne? So, ich will, dass man mich malt. Aber ich wollte das schon immer. Ich habe immer schon gedacht, wenn ich so andere bei Instagram gesehen habe oder woanders und dann haben die so Bilder hochgeladen von sich, die jemand gemalt hat, habe ich immer gedacht, so, oh, ich möchte auch unbedingt mal gemalt werden. So, oder als Comic-Karikatur aufgemalt werden oder, keine Ahnung. Ich fand das schon immer total cool. Und jetzt wurde ich gemalt. Und kann das hier hinhängen. Und ich freue mich so krass. Echt, ich freue mich so krass, ne? Ich könnte mir einkacken vor Freude. Wirklich. Das ist so cool. Ich meine, man sieht sogar, ich mache nachher nochmal ein Foto, bevor ich das Video hochlade und setze das ganz am Ende ran. Ich glaube, ich kriege das geschissen, wenn nicht. Kacke. Dann könnt ihr bei Instagram oder so gucken. Da werde ich das bestimmt auch hochladen. Und auf meiner privaten Facebook-Seite werde ich das auch hochladen. Aber man sieht sogar die Fusselhaare, ne? Ich meine, das ist... So cool. Sogar meine Tränensäcke. Und meine dicken Hamsterbacken. Das ist echt so mega schön.
echt so was Schönes hat noch nie jemand gemacht von mir. Von mir, für mich, wie auch immer. Okay, ich schweife ab, ich fange an zu schwärmen. Das mache ich gleich lieber für mich ganz alleine, bevor ich anfange zu heulen vor Freude, weil das könnte passieren. Also, nochmal vielen Dank an dich, dass du das für mich getan hast. Ich bin super glücklich damit. Scheiß drauf, fuck off, dass das Glas kaputt ist, interessiert mich gar nicht. Wichtig ist das Bild und dass es heile. Und ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Echt, es ist so cool. So, euch anderen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich weiß nicht, ob ich die Woche nochmal ein Video mache, keine Ahnung. Das war es sonst eigentlich schon, mein Wochenvideo. Und jetzt muss ich mich an meine Kartoffelsuppe und an meine Steckrübensuppe machen. Und ja, wir sehen uns. Auf Wiedersehen!